Der Anspruch steigt und damit leider auch irgendwie mein Rage. Willkommen zurück zu Jack and Dexter. Und ich komme überhaupt nicht mehr klar hier, weil ich die Steuerung wohl noch nicht so gut kann. Und natürlich haben wir jetzt hier eine Rutsche, das war zu erwarten. Können wir wieder ein paar Precursor absammeln. Ich wette, ich treffe nicht alle und darf die Rutsche ein paar Mal mehr machen. Nicht schlimm, aber naja. Bis jetzt geht's noch. Die Steuerung, naja, die geht auch. Ist halt gewohnt ein bisschen schwammig. Das ist korrekt so. Macht Sinn. Ich weiß gar nicht, ob ich die töten will. Ja, den hier oben vielleicht schon, aber... Oh, jo, 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 jo. Aber den Rest da unten. Ich weiß nicht, ob der mich wirklich interessieren sollte. Oder muss. Na, besser. Muss ich diese Dinger hier vielleicht irgendwie... Das sieht aus, als müsste ich die elektrizisieren mit meinem blauen Echo, was wir da unten als Quelle haben. Wie es scheint, müssen diese Dinger mit blauem Echo aufgeladen werden. Ja, jetzt fehlt nur noch, dass es irgendeine Stimme aus dem Off nochmal sagt. Dann haben wir hier richtig schön, weiß ich nicht. No, shit. Ja, vielleicht sollte ich das doch machen hier. Hier so richtig Klinik am Südring oder sowas. Komm schnell. Ja, das wird eh nichts. Das wird nichts, oder? Ja doch, die sind recht lange paralysiert. Also, weiß ich nicht. Traumatisiert. Haben einen Drehwurm. Allerdings war schon ziemlich knapp bei dem vorhin. So, okay. Dann wollen wir mal. Ich hoffe, die entladen sich nicht wieder. Weil da sind schon ein paar. Ich befürchte es aber. Wie kam ich jetzt nochmal hoch? Ach du Scheiße. Ah, da in der Mitte ist auch noch ein Tor, sehe ich. Komm, bitte. Also noch scheint alles zu laufen. Finde ich ja erstmal ganz positiv. Waren das nicht alle? Okay. Ah. Diese Dinger können wir alle auf einmal aufladen. Kann ich da... Ja, da werde ich wahrscheinlich durch können, wenn ich das... Ja, okay. Gut, das wird witzig. Aber gut, ich war jetzt natürlich auch ein bisschen lost, weil ich nicht wusste, wo ich genau hoch kann. Und schnell war ich sowieso nicht, was so Geschwindigkeit anging. Nein, das war jetzt schlecht. Das war jetzt sehr schlecht. Ich muss noch darüber. Aber das wird nicht rechtzeitig gewesen sein. Oh doch, es wird rechtzeitig gewesen sein. Sehr schön. Ich hoffe, ich muss nicht auch noch gleichzeitig hier rein. Dass sie jetzt immer noch ausgehen können. Das wäre blöd. Es hat jedenfalls genug... es hat funktioniert. So. Es ist eine Rakete. Nee, ich wollte schon sagen, es ist eine Rakete oder was? Ja doch, irgendwie schon. Es ist interessant. Das bringt uns jetzt in den Außenbereich von Aquaria oder so. Keine Ahnung. Die MyPod-Zentrale. Ah, jetzt sind wir tatsächlich wieder über Wasser. Schön. Also, ob ich das schön finden soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Interessant ist es allemal. Ist das unsere finale Mission hier, die wir... Kein... Nein, 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 nein. Ich will doch... Ja, alles gut. Ah! Wasserruinen an die Oberfläche gehoben. Wie es scheint, kann man mit Echo mehr machen, als wir bisher wussten. Und mit der Kammer ist auch eine Energiezelle hochgekommen. Kletter drauf und holt sie. Na, ich wollte doch den Sprung machen. Ja, das war gar nicht mal so gut. Nee, aber dann hat jetzt auch endlich dieser Felsen hier so Sinn und ich komme da auch vor allem gut hin, weil ich bin ja irgendwie so komisch rübergesprungen und irgendwie, ich glaube, hier waren ein paar Orbs, aber das war es auch. Kann ich mich einfach ver... Ja, ich kann hier... Nein, doch nicht. Warum? Ja. Ich werde wahrscheinlich wieder 3 Minuten hier hängen. Oh, oder kann ich hier vielleicht irgendwie... Nein, nein. Was können wir denn alles machen? Hm. Kletter hoch! Ja, das sagt die so einfach. Wenn man so lost ist wie ich, dann geht das nicht so einfach. Der kann sich doch da festhalten. Erzähl mir dann. Ja, okay, ich kann auch einfach. Ja, okay. Ich hätte wahrscheinlich eher gleiten sollen, aber was soll's. Irgendwie geschafft. So, 50. Die zählt aber jetzt schon noch zur verlorenen Stadt da, ne? Ja, ja. Weißt du nicht, welche das war?
Das hier? Ach, keine Ahnung. Oder zählte das jetzt doch zum Felsdorf? Ja, macht ja keinen Sinn. Wir haben ja noch die zwei, die wir uns erkaufen können. Ich glaube 112 oder irgendwie 120 oder sowas brauchten wir da ja. Könnten wir also auch schon fast machen. Aber wir wollen erstmal wieder zurück, weil wir sind ja noch lange nicht fertig da unten. Dann sind wir aber trotzdem in dem Bereich fertig, oder? Aber ich muss ja noch irgendwie oben wieder langkommen. Also, da war noch was. Ist das hier in dem Raum irgendwie oder nicht? Oder ist das das Zentrum der Stadt hier? Ist das Orbding gewesen? Ich glaube schon. Ach, guck mal, hier ist der Rückweg, alles klar. Und da müssen wir auch lang, weil da sind noch Sachen. Und das war abzusehen, dass ich einfach viel zu langsam bin. Super. Und das wird ein Spaß. Ja, wobei, es geht eigentlich. Ich kann ja darauf stehen bleiben. Ist ja egal. Außer wenn man so strunzdumm ist wie ich. Wie lost kann man eigentlich sein? Ja. Na, komm. Bitte nicht nochmal treffen lassen, danke. Jetzt einfach nur, ja genau. Einfach nur gucken, wo man landen muss ungefähr, dann passt das. Das ist die letzte, ne? Das ist die letzte, hervorragend. Damit haben wir schon auch wieder eine weitere Energiezelle. Perfekto. Und jetzt müssen wir eigentlich da oben rauskommen, wo ich vorhin mal meinte, so ja, das ist wahrscheinlich dann eher der Rückweg. Aber dafür gibt es nochmal eine weitere Passage, was irgendwie... Nein! Kill me, bitte. Hallo, warum sterbe ich nicht? Danke. Das Orb kannst du noch mitnehmen, wenn du willst, aber das war's dann auch. So, hier machen wir jetzt mal dasselbe. In der Hoffnung, dass das klappt. Ja, das klappt tatsächlich. Da muss ich nicht mehr hin. So, jetzt bitte alle Orbs und Kisten mitnehmen. Das wäre fantastisch. Weil es macht jetzt keinen Sinn, nochmal den ganzen Weg zu laufen, wenn ich mich einfach töten kann. Es war so klar, ne? Ich setze den Doppelsprung immer zu spät an, beziehungsweise ich versuche halt den Sprung so früh wie möglich anzusetzen. Damit ich noch möglichst viele Optionen habe, aber das funktioniert hier in dem Spiel halt nicht. Und eigentlich bin ich schon tot, oder? Ich bin noch nicht tot, sehr gut. Warum auch immer. Verstehe ich nicht, finde ich aber gut. Ich glaube, Orbs müssten wir auch langsam schon ziemlich viele haben in dem Level. Das war zu viel. Wie viele Orbs haben wir denn? Gucken wir doch mal. Ja, okay, es fehlt immer noch fast ein Viertel. Ich dachte, wir wären mittlerweile weiter. Tatsächlich nein. Jetzt einfach mal ein bisschen weniger treffen lassen. Jetzt ist es auch sicherer, weil wir haben jetzt zum Beispiel bei dem Sprung über diese Stahldinger hier, Rohre, haben wir jetzt nicht mehr so die Notwendigkeit, in einer gewissen Weise zu springen. Da können wir sicherer drüber springen, sag ich mal. Und dann knallen wir einfach gegen die, ich sag mal, Nitro-Kisten hier. Super. Das läuft ja viel besser. So, aber langsam sind wir, glaube ich, da, wo wir gerade gestorben sind. Ja, ich fahre einfach wieder genau in dieselbe Kiste. Ja, und dann verpasse ich die Kisten, die ich brauche. Nein, 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 so nicht. Aber das ist eine Energiezelle auch. Wunderbar. Ich hoffe ja schon, dass ich irgendwie nochmal mehr Energie bekomme. Im Laufe des Spiels so. Auf der anderen Seite, wir haben halt schon die Hälfte durch und irgendwie sieht nicht danach aus. Vielleicht bin ich halt einfach zu schlecht. Möchte ich nicht ausschließen. Aber ich mache auch teilweise hier gerade zu viel Risiko für Kisten, also für diese Kisten hier, die ich einfach auch gar nicht brauche. Mann! Warum kann ich denn hier keinen... Ich kann insgesamt keinen Doppelsprung hier machen, ne? Stimmt. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich kann hier tatsächlich keinen Doppelsprung machen, egal wie früh oder spät ich drücke. Also wenn dann früher, aber... Nee. Ich kann hier nur einfach einen Sprung machen über die Drahtdinger, das heißt die Kisten... Ja, ich kann nicht mal in die richtige Richtung lenken dann. Das geht einfach nicht. Das ist blockt. Ja, super. Egal. Hauptsache, das Ding gehört uns. Und ich habe schon wieder Quadrat gedrückt, obwohl ich doch eigentlich Kreis drücken soll. Das macht es nur unnötig unsicher. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl bei der Sache. Ja, was? Jack, ran! Das dunkle Echo. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, Leute. Nein, nein, bitte Jack, ja, Jack, Jack, Jack.
das in meiner Verfassung. Ne. Jetzt hat sich dann also schön Transcendity abgekupfert. Super. Oh mein Gott. Ich hoffe, es gibt hier Speicherpunkte. Aber ich wette nicht. Ja, ja, was soll das denn? Was soll das denn jetzt? Was soll ich denn da für eine Möglichkeit haben? Auf immerhin muss ich mir nicht nochmal die Cutscene angucken. Das ist natürlich... Das haben sie besser als bei Transcendity gemacht. Wobei es da in dem Raum keine Cutscene gab, aber... Ne, im Prinzip so. Aber einfache Sprünge reichen hier größtenteils. Außer wenn ich jetzt die Ebenen überwinden muss, okay. Ja, jetzt muss ich einmal warten kurz. So, okay, okay. Sehr gut, sehr gut. An sich eine coole Idee, aber... Kann sehr nervig sein. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. Alles klar, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, der Stand ist aktuell noch okay. Also ich bin noch nicht zu langsam oder so. Jawohl. Da ist Ende? Nein. Ich weiß nicht, das sah gerade irgendwie nach Ende aus. Als wäre da eine Tür. Aber nee, 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 nee. Hoch da! Wo? Ja, egal. Passt schon. Er kriegt das schon hin. So, wo bin ich jetzt? Irgendwo, wo es noch eine Energiezelle gibt. Das ist toll. Da könnten wir schon fast durch sein mit der Welt hier. Irgendwie. Ja, ja, gut, jetzt sind wir nach oben gekommen. Jetzt sind wir wahrscheinlich bei dem Tor, wo wir diese... sehr knappen Zeitplattform haben. Ne, jetzt müssten wir da sein. Ja, perfekt. Sehr gut. Dann hat sich der Kreis so geschlossen, wie ich es erwartet habe. Das ist schön. Ja, und das ist nicht so schön. Lohnt es? Ach, guck mal, ich habe alle Orbs. Ich habe alle Orbs. Schön. Nee, nicht alle Orbs, alle Energiezellen. Mir fehlen noch 10 Orbs. Das ist auch das Einzige, was mir noch fehlt. Dummerweise weiß ich nicht, wo das ist. Und dummerweise könnte es eigentlich überall sein. Das macht die Sache nicht besser. Ach du Scheiße. Ich glaube, ich fahre nochmal hier runter. Also ich glaube, bei den beiden Rutschen, ich glaube, es waren zwei, ne? Sind wir, glaube ich, safe. Also da habe ich, glaube ich, jetzt nichts übersehen. An Orbs. An Precursor Orbs, wenn ihr es ganz genau haben wollt. Aber kann ja nicht schaden. Ich weiß nämlich auch gerade gar nicht, wo ich hier rauskomme. Ah, nee, komme ich jetzt nicht bei diesem... Ja, scheiße, das war jetzt gar nicht mal so gut. Das war sogar ziemlich kacke. Oder? Das war ziemlich kacke. Außer da oben ist noch was, aber... Ach, nee, scheiße. Es ist jetzt... Ja, das war dumm. Ah, nein. Jetzt darf ich alles nochmal machen. Ja, das war halt kompletter Bullshit von mir. Jetzt darf ich den ganzen Rotz nochmal machen. Nein. Hätte ich mal zweimal überlegt, wo ich da hinkomme, ne? Also hätte ich überhaupt mal überlegt. Ach du Scheiße, oder gibt es da jetzt eine Abkürzung? Das wäre natürlich super. Aber ich befürchte, nein. Ich meine, klar, können wir nochmal nachgucken, ob wir da wirklich alles haben. Aber das hatte ich jetzt gerade eigentlich gar nicht mal vor. Und warum? Ich hab doch... So ein Quatsch. So ein Quatsch. Unnötige Umwege. Und ich dachte, das geht mal ein bisschen schneller weg. Vielleicht sollte ich manchmal weniger denken oder einfach besser denken. Die Musik ist nett. Wenn man das hier ein bisschen netter von der Steuerung angeht, geht das auch, glaube ich, deutlich besser hier. Dass man nicht die ganze Zeit in solche Kisten knallt. Einfach mal, ja, wobei, nee. Da muss man reinknallen. Wenn man die Holzkiste da zerstört, dann muss man in diese gelbe Kiste knallen. Das geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Richtig los. Ja, und ich darf den ganzen Mist halt nochmal machen. Ich meine, gut, muss man halt auch müssen. Können, meine ich. Weil sonst kann man ja hier die Precursor auch nicht mehr kriegen, wenn man das einmal verkackt hat. Also wenn man es einmal geschafft hat, so rum. Ich glaube nicht, dass ich welche übersehen hatte, aber naja. Kann man ja direkt nochmal gucken.
Wobei ich das lieber nicht nochmal gemacht hätte. Wie gesagt, ich vermute sie nicht hier. Na, was ein Quatsch! Na, der springt zu weit. Ja komm, weißt du was, ich schneide das jetzt raus, wenn ich dran denke, weil es ist langsam einfach... Nee. Ich zeige euch jetzt nicht nochmal 50 Mal hier den Aufstieg, wenn ich ihn verkacke. So, jetzt bin ich wieder hier. Meine Güte, ja, ich gucke mich nochmal ganz genau um, auch in dem Raum, aber... Na, ich glaube, hier ist nichts mehr. Oder kann ich hier noch irgendwie... Nee. Da ist auch definitiv, da komme ich nicht so einfach zurück, okay. Nicht, dass das erstrebenswert wäre. Ich versuche es nochmal, weil warum nicht? Diesmal hat es geklappt. Wunderbar, nicht nochmal darunter, bitte. Das wäre jetzt sehr, sehr grobe Zeitverschwendung. Das muss halt wirklich nicht sein. Und da müsste ich so rüberkommen. Ja, ja, egal. Ist hier vielleicht doch noch irgendwie was? Also das ist doch das... Nee, warum ist das hier? Ah, okay. Wo war ich denn vielleicht noch nicht so gründlich? Am Anfang irgendwo noch, oder? Da war ja nur eine Energiezelle noch, ne? Ich glaube, ich muss wirklich eher... Uiuiui, ui, ui, zurück Richtung Anfang. Ich würde eher in die Richtung was vermuten. Okay, die klappt gerade runter. Na, ich drück die falsche Taste. Niklas, drück doch einfach... Ja, okay, das ist eigentlich nicht schlecht. Was gab's denn hier in die Richtung eigentlich noch? Jetzt habe ich einfach die falsche Taste durch. Ich muss rollen. Ich bin einfach unfähig. Da waren noch Kisten, aber da war auch nur grünes Echo drin wahrscheinlich. Was ist denn das für ein Raum noch gleich? Ach so, ja, das war auf jeden Fall der erste Raum. Also der allererste. Hm. Hier unten habe ich ja auch, also ich habe die ja schon besiegt und alles und das hat irgendwie nichts weitergebracht. War nicht noch... Leute, es war doch noch irgendwo eine Stelle... Ja, stimmt, das sind auch immer 10 Stück, glaube ich. Ja doch, warte mal. Und ich glaube, das war in dem Raum, oder? Wieder falsche Taste, super. Es gab noch irgendwo was, wo ich blaues Echo brauchte und ich glaube, das war hier. Wenn mich nicht alles täuscht. Stimmt, da war... Es gab zwei Stellen, wo ich blaues Echo brauchte. Also diese Punkte, wo ich halt blaues Echo brauche, um so ein Ding hochzufahren. Und da hinten, guck mal. Ich glaube, das hatte ich noch nicht gemacht, oder? Glaube nicht. Andere Frage, ob es jetzt hier irgendwo blaues Echo gibt. Das ist die andere Frage halt, ne? Oder ob ich das vielleicht wirklich von da hinten irgendwo mitnehmen muss. Oh, ich weiß nicht. Komm, mach mal bitte weg hier. Ach, guck mal da hinten. Wie komme ich denn da dran? Ach. Aber nee, hä? Das kann ich doch nicht so weit. Okay, es wird ein bisschen tricky hier, glaube ich. Kann ich mich hier fallen lassen? Ja, tatsächlich. Der hat die Plattform gebracht. So, da hinten ist Echo. Blaues. Ja doch, das ist genauso gewollt. Ja, lol, ey. Nein! Ja, egal. Egal. Aber, wo bin ich denn jetzt überhaupt? Was? Ach nee, das ist der Anfang. Ich dachte gerade, ich bin wieder da, wo ich den Aufstieg geschafft hatte. Nee, ich bin am Anfang, alles klar. Ja, gut so. Will ich sagen. Nein, ich will da doch gar nicht hoch. Junge, nein. Ich will einfach nur hier hin. Und ich muss die einfachsten Sprünge hinkriegen. Das sollte doch eigentlich machbar sein. Ich weiß, ich bin es, aber... Hallo, Jack, bitte. Machen wir nicht so eine Welle. So, und da sind jetzt 10 Precursor-Orbs drin, nicht wahr? Wundervoll. Wir haben die verlorene Precursor-Stadt geschafft. Ich werde mich töten, weil ich stand dann bestimmt oben. Und dann arrivederci. Weil ich habe keinen Bock mehr auf dieses Level. Es war nicht schön. Ich befürchte nur, der Sumpf wird noch deutlich schlimmer. Und der steht als nächstes an. Ja, ja. So ist es. Wir haben auch wirklich alles, ne? Ich denke schon. So. Das heißt, hier einmal Knöpfchen drücken. Und wieder hoch. Ganz, ganz weit hoch. Ah, naja. Also, es sag auch halt wirklich sehr, sehr viel an mir. Weil ich einfach... die Jump'n'Run-Technik einfach noch nicht drauf habe hier in dem Spiel.
Aber ja. Manche Sachen, also gerade der Anfang da, wo man da so komisch um die Kurve springen muss für dieses andere Orb-Tor. Das war wirklich schon knifflig, glaube ich. Komm bitte, danke. Aber immerhin habe ich das mit diesen Lines da geschafft, problemlos. Alle drei. Hat mich ein bisschen gewundert, vor allem weil ich da auch mit diesen Plattformen hantieren musste. Aber dennoch, ich komme nicht drauf klar, wie Spyro Hero's Tale das genau so gut gemacht hat. Ich komme nicht drauf klar. Naja. Jetzt ist die Sache, ich weiß gar nicht, wo es zum Sumpf geht. Ich könnte jetzt auch diesen, wie gesagt, diesen Typen da irgendwie besiegen wahrscheinlich. Oder halt es angehen. Möchte ich aber gar nicht. Im Felsdorf fehlen mir jetzt noch die zwei, genau. Die könnte ich jetzt, glaube ich, auch holen. Hier vor fehlt mir jetzt auch nur noch hier, ach, im Dschungel. Stimmt, im Dschungel fehlt mir auch noch eine Energiezelle. Die habe ich ja schon ganz vergessen. Und Wächter, gut klar, da fehlt mir jetzt eine Speerfliege und ein paar Orbs, genau. Und die sind wahrscheinlich da, wo ich jetzt ja eigentlich wüsste, wie ich da hinkomme. Vielleicht hole ich das mal nach dieser Welt hier nach, wenn die fertig ist. Ja komm, hier vorne ist er doch. Dann gehen wir doch da direkt mal hin. Weil mit meinen Orbs kann ich hier aktuell tatsächlich eh nichts mehr machen. Hütet euch vor dem dunklen Licht. Denn es wird ein schlimmes Schicksal für einen von euch. Bringt mir 120 Precursor-Orbs für jede Energiezelle, die ich besitze. Ja, wir hatten irgendwas um die 300, glaube ich, jetzt. Hier ist eine weitere Energiezelle für eure Suche. Danke und sorry, dass du jetzt nichts mehr siehst. Also gleich zumindest. Du wirst noch dein zweites Auge los. Ja, damit. Für dein Opfer überreiche ich dir eine Energiezelle. Was? Warum kriegst denn, warum kriegt der Dexter die? Opfer und so. Ja. Warum erkläre ich den? So, 55. Ist das viel? Naja. Ich glaube, es gibt 100, ne? So, da oben zu dem Assi käme ich jetzt vielleicht irgendwie oder auch nicht. Aber das spielt doch gar keine Rolle. Ich mache so oder so den Sumpf. Hier wäre ich jetzt wieder beim Becken. Der Sumpf war, glaube ich, wenn ich am Anfang irgendwo lang gegangen bin, oder? Da habe ich nur einmal ganz kurz gesehen, den Sumpf. Aber natürlich komplett vergessen, wo der ist. Nee, das hier ist ja direkt links am Anfang. Vielleicht sollte ich den Hauptweg ein bisschen verfolgen. Lohnt es sich nochmal zu denen zu gehen? Naja, wir könnten halt, wie gesagt... Wir haben halt jetzt gerade noch so ein paar Minütchen Zeit. Ich würde tatsächlich dann doch nochmal sagen, wir könnten ja dann schnell noch in die vergangene Welt nochmal gucken. Ich denke mal, hier kann ich mich teleporten, ne? Das würde es doch sein, oder? Oder nicht? Genau, um Level auszuwählen. Da kann ich jetzt... Ja... Hütte des grünweisen Felsgeysir. Ach so, der Felsgeysir war diese Probewelt, genau. Und sonst könnte ich jetzt nur zur Hütte des grünen Weisen. Ja, das würde ich sagen, machen wir. Dann landen wir wieder im... Wie hieß denn das Dorf? Sanddorf, glaube ich, ne? Genau, und dann haben wir wieder die Crashpflanze und dann können wir hier ganz schnell mal zum Strand wandern. Wir müssten halt eher, wie gesagt, auch nochmal zum Dschungel. Vielleicht schaue ich mir das direkt nochmal an. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich da machen soll. Ich meine, ich kann es mir mal angucken, aber... Ich glaube, das machen wir mal ganz, ganz zum Schluss irgendwann. Vielleicht habt ihr mir auch schon was geschrieben dazu, keine Ahnung. Ich weiß jetzt spontan jedenfalls nicht, was da vielleicht noch getan werden könnte. Das ist der falsche Weg. Ich muss schon da lang, ne? So. Hier in die Richtung war der nicht der Dschungel, sondern eben... Der Wächterstrand. Ich weiß ja genau, wo ich hin muss, allerdings ist es ein ziemlich langer Weg, deswegen schön das blaue Echo einsammeln, weil damit ist man ja schon deutlich schneller. Ach schön, ich sehe auch gerade, wenn man tatsächlich blaues Echo hat, dann hat man tatsächlich auch so eine Anziehungskraft auf grünes Echo. Mir zum ersten Mal aufgefallen, das ist ja schon wirklich praktisch dann. Ach, hätte ich das halt... Ich war ja hier sogar schon nochmal zum Vervollständigen. Hätte ich das wenigstens da schon gewusst, das wäre praktisch gewesen, aber nun gut. Dann füllen wir jetzt halt diesen Part noch, den Rest des Parts verbringen wir noch damit. Können wir noch was füllen hier. Und fangen dann beim nächsten Mal den Sumpf an, wo ich dann halt nochmal gucken muss, wo der überhaupt genau ist, weil... Ich weiß es nicht. So, da unten, da sind wir doch. Nein, nein, da sind wir dabei. Ich hoffe, dass da oben dann auch wirklich noch die 20 Precursor Orbs sind, auch wenn ich das irgendwie jetzt gerade nicht glauben kann. Zumindest die letzte Speerfliege wird dort sein. So, also,
Einmal so und einmal so. Nein, so. So, okay. Nochmal? Ja, nochmal und nochmal. Und das wird wahrscheinlich reichen. Ja, okay. Das einmal mit beiden machen. Vielleicht dann auch mit Trump. So. Und hier kam ich nicht hoch, ne? Ich kam, glaube ich, nur mit dem Rad da hoch. Oder zumindest schneller. In dieser Mühle hier oder was weiß ich. Zahnradmechanismus. Ich weiß tatsächlich nicht, was das hier vorne bringt. Kam ich da auch irgendwo noch nicht hin, hier oben? Ist das so? Ich weiß gerade nicht, was das hier bringen soll, ehrlich gesagt. Komme ich da auf die Mühle und da ist noch was? Oh, shit! Ja, top. Ah. Ich hab's halt einfach voll drauf, ne? Nun. Das weiß ich halt spontan echt nicht. Ob das halt irgendwo für wichtig ist. Also 5 Orbs sehe ich da schon mal. Bitte lass da oben noch weitere 15 sein. Ach, bitte. Es waren doch, glaube ich, 20, die gefehlt haben, ne? Komm, Jack, du schaffst das. Dankeschön. Ich glaube, hier sind echt nur 5. Ein bisschen belastend. Achso, hallo. Die muss ich natürlich auch mitnehmen. Das heißt, ich habe echt noch irgendwo eine Menge übersehen. Ach ja. Shit. Sieht doch nicht aus, als kämen wir da irgendwo rauf oder rein bei diesem Mühlending. Naja. Ich muss ja sowieso nochmal zum Dschungel, dann machen wir das halt noch viel später. Ja, nein! Also hier weiß ich jetzt wirklich gerade nicht, was hier noch zu tun ist. Es kann gut sein, dass hier auch noch was im Wasser ist. Das würde ich nicht ausschließen, weil hier war ja hin und wieder was im Wasser. Ob ich da alles mitgenommen habe, das kann ich nicht mit Gewissheit sagen. Aber gut, dann würde ich aber sagen, dass wir beim nächsten Mal, wo auch immer er war, in den Sumpf schauen, in der zweiten Welt. Und dann hoffe ich, dass das vielleicht wieder ein bisschen angenehmer wird. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass das passieren wird. Okay, jetzt frisst mich gleich einer, super. Perfektes Ende für den Part. Ja, ich reise dann mal bis dahin und wir sehen uns. Bis dahin, also tschüss.